Und ja, herzlich willkommen zu dieser Abendveranstaltung. Ich freue mich, dass ich heute wieder was zu Niere und heute, ja, wie schon gesagt, zu Herz und Niere sagen kann. Und ja, hoffe, dass ich Ihnen ja ein bisschen neuen auch Therapieansatzpunkt heute vorstellen kann, den wir durchaus jetzt schon einsetzen können und hoffentlich ja nicht 20 Jahre noch drauf warten, sondern auch jetzt dann bald für die Niere zur Verfügung haben. Warum ist das eigentlich überhaupt so wichtig? Ja, jetzt die Niere, wir wissen alle, wir haben zwei Nieren, aber wir merken wenig von unseren Nieren und das ist auch eines unserer Hauptprobleme, ehrlich gesagt, dass wir die meisten Patienten viel zu spät sehen, nämlich dann mit einer fortgeschrittenen Nierenerkrankung. Und wenn man sich das hier mal anguckt, das ist eine Erhebung hier in Deutschland, die wurde 2016 publiziert und man kann sehen, je älter man wird, umso mehr steigt das Risiko an, dass man eine Nierenerkrankung hat. Und es ist schon beachtlich, wenn man guckt, wenn man zwischen 70 und 80 ist, dann haben im Endeffekt 30% der Bevölkerung eine Nierenfunktionseinschränkung. Ja, das heißt, ich glaube, wenn man auf der Straße die Leute fragen würde, würde man niemals auf diese 30% kommen, weil man es einfach nicht merkt, dass man nierenkrank ist. Wenn man sich jetzt mal eine Kalkulation vornimmt, das ist jetzt hier für Rheinland-Pfalz mal gemacht worden. Im Endeffekt, wenn Sie hier auf diese Zahl mal gucken, also 92.000 bis 140.000 Patienten leiden an einer chronischen Nierenerkrankung und zwar in einem Stadium 3 bis 5. Also wir haben noch Stadien davor, die sind hier jetzt nicht berücksichtigt. Die sind auch relevant, aber diese hier sind wirklich relevant für die Therapie und dann ist man auch im Stadium 5 wirklich eigentlich dialysepflichtig. Und wenn man dann guckt, wie viel Leute eigentlich von ihrer Nierenerkrankung wissen, dann ist das doch ganz schön erschreckend. Ja, weil das ist nämlich hier 62.000 bis 93.000 der Patienten, also genau zwei Drittel, wissen überhaupt nicht, dass sie nierenkrank sind. Ja, also es ist ganz häufig so, ganz viele gehen zu ihren regelmäßigen Untersuchungen und bekommen auch den sogenannten Kreatininwert abgenommen. Und dann heißt es immer, ja, ja, ist alles in Ordnung bei Ihnen. Ja, das Problem ist aber, dass der Kreatininwert überhaupt kein guter Parameter ist, um die Nierenfunktion wirklich gut zu beurteilen. Ja, also wenn man das machen möchte, müsste man viele weitere Parameter mit einbeziehen. Wir haben bisher keine gute Formel, die uns ganz exakt sagt, wie Ihre Nierenfunktion wirklich ist. Das sind alles Schätzungen und das Kreatinin ist ein ganz schlechter Marker eigentlich, aber wir haben keinen besseren zur Verfügung, der so günstig abbildbar ist, so einfach zu messen ist. Aber er ist leider ganz stark abhängig von Ihrer Muskelmasse, von Ihrer körperlichen Aktivität und von Ihrer Ernährung. Also das, was wir eben schon gehört haben, auch da ist ein großer Einflussfaktor. Und dementsprechend muss man da viele Faktoren einbeziehen und nicht der Kreatininwert, der perfekt im Normbereich liegt, bedeutet, dass Sie nierengesund sind. Und daraus resultiert, dass viele Patienten es einfach nicht wissen, dass sie nierenkrank sind und es befinden sich nur sehr, sehr wenige wirklich in ärztlicher Behandlung, ob jetzt beim Hausarzt oder beim Nephrologen. Und das sollten wir in Zukunft verbessern. Da gibt es Ansätze, dass man andere Screening-Verfahren etabliert. Primär ist es so, was ist aber mit denen, die jetzt zumindest mal wissen oder sensibilisiert sind, dass man gucken sollte, ob da eine Nierenerkrankung vorliegt oder wie können sie es vielleicht merken selber. Und dazu müssen wir wissen, was hat die Niere für eine Funktion, was macht die Niere überhaupt. Also jedem ist klar, sie produziert irgendwie Urin, man geht auf Toilette, aber die hat sehr, sehr viele andere Funktionen, die Niere, die wir gar nicht so wahrnehmen. Ja? Also die Niere ist also ganz wichtig für den Wasserhaushalt. Aber sie ist auch ganz wichtig für die Elektrolyte. Also Kalium, Calcium, Magnesium werden maßgeblich durch die Niere und ihre Resorption und Ausscheidungsfunktionen gesteuert. Das heißt, wenn die Niere nicht gut funktioniert, dann gibt es auch hier Probleme. Ja? Und das kann zum Beispiel dazu führen, dass sie Herzrhythmusstörungen bekommen. Ja? Also wenn das Kalium zu hoch oder zu niedrig ist, ist ganz schlecht für ihr Herz. Dann ist die Niere zuständig, dass der Säure-Basen-Haushalt reguliert wird. Also, dass ihr Blut in Anführungszeichen, das durch die Organe fließt, nicht zu sauer und nicht zu süß, alkalisch ist. Und das ist da ein ganz, ganz maßgeblicher Faktor. Da können auch andere Organe eine Rolle spielen, aber die Niere spielt da sehr mit. Wenn die Niere nicht mehr gut funktioniert,
dann entgiftet sie auch nicht mehr. Also die Niere ist dafür da, toxische Substanzen aus dem Körper zu entfernen, die sogenannten Uremietoxine, so nennt man das. Und das klappt dann nicht mehr gut. Und was dann passiert ist, und das ist das, was sie meistens merken, dass sie sich nicht mehr fit fühlen. Ja, sie sind müde und schläfrig, sie haben keinen Appetit mehr. Wenn sie Pech haben, haben sie auch überall Juckreiz. Wenn sie das haben, ja, dann muss man sagen, dann sind sie leider wahrscheinlich im Stadium 5 ihrer Nierenerkrankung und wir können nicht mehr so richtig viel tun. Ja, außer dann ein Nierenersatzverfahren zu beginnen. Das heißt, das hier ist ein schlechtes Zeichen, wenn Sie das merken. Ja, das ist sozusagen das Endstadium. Was man durchaus vorher merkt, dass Ihre roten Blutkörperchen plötzlich niedrig sind oder immer so an der Grenze. Das kommt daher, die Niere bildet das Erythropoietin. Kennt jeder aus dem Radsport. Das bildet im Endeffekt die Niere und das wird dann weniger, wenn die Niere krank ist. Das heißt, da können Sie sich auch müde fühlen und wenn man dann ein Blutbild macht, sieht man, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Die Niere ist zudem ganz stark in den Knochenstoffwechsel involviert, weil dort im Endeffekt Calcium und Phosphat gebraucht wird. Und das wird wiederum über die Niere gesteuert. Und der letzte Punkt ist im Endeffekt, die Niere steuert im Endeffekt wirklich das Gleichgewicht ihrer Elektrolyte. Es steuert das Gleichgewicht der Toxine. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann fließen die ganze Zeit durch ihren Körper und setzt Entzündungsreize. Und dann sind die Zellen aktiv, die wir gerade von Herrn Sparwasser gehört haben. Sie sind geärgert durch diese Toxine und führen dazu, dass die Gefäße geschädigt werden, dass sie frühzeitig verkalken. Und dann bekommen sie im Endeffekt Probleme wie Herzinfarkt, wie Schlaganfälle, wie Gefäßverstopfung in den Beinen. Also alles das, was wir eigentlich nicht möchten. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich verhindern, dass die Niere so krank wird? Ja, also wie kann ich jetzt, wenn ich es jetzt festgestellt habe, ich habe eine eingeschränkte Nierenfunktion, wie kann ich jetzt vorgehen, damit ich entweder die Niere sogar wieder gesünder mache oder sie zumindest in dem Stadium halte, wo ich es entdeckt habe? Und da ist natürlich der erste Weg, dass ich mal rausfinde, was hat die Niere für eine Erkrankung. Primär ist es so, dass die meisten Nierenerkrankungen, die wir sehen, sind Nierenerkrankungen, die zustande kommen durch Bluthochdruck, durch erhöhte Blutzuckerwerte, also wenn ein Diabetes mellitus vorliegt. Und es sind nur wenige Fälle, die eine sogenannte primäre Nierenerkrankung haben, also eine Autoimmunerkrankung, wo wir wissen, ein Antikörper zerstört die Niere und es kommt zu Entzündung. Also primär ist es das, sie haben 10, 15 Jahre Bluthochdruck oder einen Diabetes und die Niere wird kontinuierlich geschädigt durch diese Erkrankung und dann kommt es zum Schaden. Und da hat man jetzt in den letzten Jahren doch neue Medikamente gefunden, die vielleicht da wirklich gut helfen können und ihre Nierenfunktion erhalten können zumindest. Ob sie es besser machen, das wissen wir noch nicht, aber zumindest erhalten. Und wie ist da die Idee? Also wie schon gesagt, die Niere hat viele Funktionen und unter anderem hat die Niere auch die Funktion, dass sie unseren Glukosespiegel reguliert. Sie ist nämlich in der Lage, Zucker auszuscheiden oder rückzuresorbieren. Ja, also sie kann das steuern. Je nachdem, wie viel Zucker man zu sich nimmt, kann die Niere im Endeffekt entsprechend rückresorbieren und das dem Körper zur Verfügung stellen. Das ist ein ganz komplizierter Prozess, der über verschiedene Transporter, wenn Sie das ist hier sozusagen das System, was in der Niere vorliegt, das ist die Filtereinheit, hier fließt ganz viel Blut durch und da ist ganz viel Zucker auch drin. Und dann wird es durch ein ganz diffiziles System an Kanälchen geleitet und die haben verschiedene Transporter. Und diese Transporter können sozusagen ihren Zuckergehalt steuern. Im Normalfall ist es so, dass die Niere das so macht, dass sie hier allen Zucker zurück ins Blut bringt. Und sie haben keine Zuckerausscheidung im Urin. Also im Urin sollte kein Zucker sein. Wenn Sie Zucker im Urin haben, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Im Normalfall ist es ein Zeichen dafür, dass Sie einen Diabetes mellitus haben. Ja, also die Zuckererkrankung. Und jetzt hat man herausgefunden, wenn man einen dieser Transportsysteme blockt, also hemmt, dann passiert es, dass hier kein Zucker mehr zurückgenommen wird ins Blut. Ja? Der Zucker geht also durch dieses Kanalsystem und kommt am Ende in ihrer Blase mit dem Urin an, ja, und wird ausgeschieden. Und was dann passiert, ist, dass man Zucker in ihrem Urin misst. Ja? Dann haben sie sozusagen süßen Urin, sie scheiden Zucker aus. Und das hat man natürlich extrem interessant gefunden für Diabetiker,
Weil Diabetiker, da möchte man ja den Zucker reduzieren im Blutkreislauf. Und dann hat man das bei den Patienten probiert, hat denen das gegeben und die scheiden den Zucker schön aus im Urin und es hat gut funktioniert. Der Blutzuckerwert im Blut wurde auch niedriger. Und gleichzeitig hat man erfreulicherweise auch noch mitbewirkt, dass nicht nur der Blutzucker sinkt, sondern dass man noch ein paar mehr Effekte hatte. Weil was passiert, wenn ich mehr Zucker ausscheide? Der Zucker bindet zum einen Wasser. Und deswegen kommt es auch zu vermehrten Wasserausscheidungen. Und auf der anderen Seite ist dieser Transporter, den ich hier gezeigt habe, der resorbiert nicht nur Zucker, sondern der resorbiert auch Natrium, also im Endeffekt Salze. Und dadurch kommt es dazu, dass mehr Natrium ausgeschieden wird, wird auch nicht mehr rückresorbiert. Und Natrium bindet wiederum Wasser, also sie scheiden mehr Wasser aus. Führt dazu, dass wenn Sie zum Beispiel Ödeme haben, also Wassereinlagerungen in den Beinen, die werden weniger. Und weil sie gleichzeitig noch Zucker ausscheiden, verlieren sie an Körpergewicht. Also ein total positiver Effekt für Diabetiker, die ja meistens ein bisschen übergewichtig sind. Die verlieren langsam an Körpergewicht, wenn sie dieses Medikament nehmen. Und im Endeffekt ist das hier die Reduktion des Körpergewichts. Und wenn man weniger Wasser im Körper hat, kommt es auch dazu, dass der Blutdruck besser reguliert ist. Und sie haben dann niedrigere Blutdruckwerte. Also so, wenn Sie so hören, im Endeffekt irgendwie eine Art Wundermittel, dieses Medikament, weil es auf so viele Faktoren eigentlich positiv wirkt. Und man muss schon sagen, man war schon überrascht über all die Effekte, die das Medikament gemacht hat. Und irgendwann fiel auf, das macht irgendwie nicht nur was am Blutzucker. Das macht wirklich auch an anderen Organen positive Effekte, auf welchem Weg auch immer. Und da hat man im Endeffekt so einen Kreislauf oder so eine Interaktion gesehen, dass dadurch, dass der Zucker im Urin ausgeschieden wird, dadurch wird zum einen das Herz geschützt, zeige ich Ihnen gleich. Und auf der anderen Seite sind auch in der Leber positive Effekte zu verzeichnen und am Ende sogar in der Niere. Warum das genau so ist, was der Mechanismus ist, weiß man nicht hundertprozentig. Ich versuche Ihnen gleich zumindest einen Ansatz zu zeigen, der vielleicht dahinter stecken könnte. Im Endeffekt, wenn wir jetzt aufs Herz gucken, also es ist offensichtlich eine Interaktion zwischen verschiedenen Organen, die durch dieses Medikament beeinflusst werden. Und wir fokussieren uns jetzt mal auf Herz und Niere. Beim Herz ist es so, dass durch dieses Medikament, wenn wir das geben, Sie haben also Bluthochdruck vielleicht gehabt oder einen Diabetes mellitus, das Herz war mehr belastet und das ist jetzt Ihr Herz und es hat so eine ganz, ganz dicke Wand. So soll das eigentlich nicht aussehen. Das nennt man hypertrophiert. Dann hat das ist nicht gut, weil dann an vielen Stellen nicht mehr genug Sauerstoff ankommen kann und man kann Herzinfarkt und Sonstiges erleiden. Wenn man jetzt dieses neue Medikament, die sogenannten SGLT2-Hämmer, gibt, dann hat es einen positiven Effekt auf das Herz und es wird wieder, sozusagen die Muskelmasse nimmt wieder ab, das Herz ist nicht so belastet und es geht über verschiedene Mechanismen. Und in klinischen Studien konnte man zeigen, bei kranken Patienten, die wirklich keine gute Herzfunktion mehr hatten, wenn man dieses Medikament gibt, müssen Sie hier gucken, die blaue Linie ist die, die das Medikament bekommen haben. Die sind viel seltener ins Krankenhaus gekommen aufgrund von Herzbeschwerden und die sind auch weniger verstorben an Herzversagen. Ja, also das hatte, obwohl es eigentlich ein Blutzuckermedikament ist, hat es einen positiven Effekt auf die Herzfunktion gehabt. Und dann, wenn man sich jetzt diesen Kreislauf anguckt, muss man sagen, wenn das Herz besser ist, dann haben wir eigentlich auch immer einen positiven Effekt auf die Niere. Weil wenn das Herz gut pumpt, dann hat die Niere mehr Angebot, es funktioniert gut. Umgekehrt, wenn die Niere gut funktioniert, hat man einen normalen Flüssigkeitshaushalt, es ist alles ausgeglichen und dann kann das Herz auch gut funktionieren. Also es ist ein enges Miteinander zwischen den Organen. Und wenn wir jetzt uns die Niere angucken, dann hat man gedacht, naja, das Herz wird besser durch das Medikament. Jetzt gucken wir uns auch mal die Patienten an, die eine eingeschränkte Nierenfunktion hatten, ob das nicht vielleicht doch auch da was Positives macht. Und was man da gesehen hat, ist jetzt eine andere Studie. Es gibt mittlerweile sehr viele Studien zu diesem Medikament, aber die waren alle nicht auf die Nierenfunktionseinschränkung ausgerichtet. Also es sind alles Analysen, die nachträglich dann gemacht wurden aus den großen Patientengruppen, die auf ihre Herzfunktion oder den Diabetes untersucht wurden.
Und was man da gesehen hat, wenn Sie sich das jetzt anguckt, einfach nur die lila und die blaue Linie. Die schwarze Linie ist sozusagen Placebo, die Patienten haben nichts bekommen. Dann ist es so, dass die Patienten, die das Medikament bekommen haben, ihre Nierenfunktion über 3 Jahre gut erhalten haben. Also hier ist die glomeruläre Filtrationsrate aufgezeigt. Das ist das, was wir messen, um genauer zu sagen, wie die Nierenfunktion ist. Und interessanterweise konnten die Patienten, die erhalten und die Patienten, die es nicht bekommen haben, haben ihre Nierenfunktion langsam verloren. Ja? Also das war die erste Studie, die extrem überzeugend war. Und daraufhin hat man entschieden, also dieses Medikament macht mehr als nur den Blutzucker senken. Es ist am Herzen macht es was Positives und auch an der Niere. Und die Patienten haben hier im Endeffekt über 3 Jahre ihre glomeruläre Filtrationsrate um 5 Milliliter erhalten, also waren besser als bei den anderen. Das ist wirklich viel, wenn man eine eingeschränkte Nierenfunktion hat. Also das ist schon bemerkenswert. Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ich versuche Ihnen jetzt zu erklären, wie das vielleicht funktionieren könnte in der Niere und warum das eine sinnvolle Therapie sein könnte. Und wir ganz begeistert sind, dass es jetzt in der Nephrologie auch eine sehr, sehr große Studie dazu gibt. Im Endeffekt ist es so, Sie haben im Endeffekt hier diesen Transporter, den ich Ihnen gesagt habe, der SGLT2-Transporter, den Sie hemmen können, der Natrium und Zucker rückresorbiert. Und das geht dann sozusagen wieder in Ihre Zirkulation, in Ihren Blutkreislauf. Wenn das so passiert, geht's weiter, dann ist es so, dass hier weniger Natrium und Zucker ankommt. Hier ist so eine Sensorstation, die rückmeldet, wie viel kommt da an, wie viel Zucker, wie viel Natrium. Und wenn da wenig ankommt, dann heißt, gibt es Rückmeldung an die Eintrittspforte der Niere und sagt, oh, das Gefäß muss weitgestellt werden, da muss mehr Blut kommen, wir brauchen mehr Nachschub. Okay, dann wird irgendwann diese Filtereinheit, die das ganz wichtige Teil der Niere ist, wird größer, größer, größer und wird total überlastet, in Anführungszeichen. Sie kriegen eine super Nierenfunktion, aber die schädigt im Endeffekt die Niere, weil das nur vorübergehend ist und die Niere sozusagen überfunktioniert zu dem Zeitpunkt. Wenn man sich jetzt überlegt, was macht dieser Hemmer, dieser Blocker, der blockiert sozusagen hier diesen Transporter, dann ist es dicht. Dann ist es so, dass schön der Zucker und das Natrium weiterlaufen. Die Sensorstation bekommt die Information, oh, da ist ja ganz viel da, ist ja super, bekommen ja genug Zucker und Natrium. Und ist im Endeffekt, gibt Rückmeldung, okay, ich brauche nicht so viel Blut. Es wird eng gestellt, das Gefäß, und die Filtereinheit, die wichtig ist und die nicht geschädigt werden soll, kann sich ausruhen, in Anführungszeichen, und ihre normale Tätigkeit machen. Das ist die Idee. Ob es wirklich so ist, der Pathomechanismus, wissen wir noch gar nicht. Aber das ist eine Idee dahinter. Und dann ist es so, dass ihre Nierenfunktion am Anfang schlechter wird, sich aber dann ganz stabil hält. Also wir wissen, am Anfang geht es einen ganz kleinen Tick runter und dann normalisiert sich das wieder, wenn der Körper sich daran gewöhnt hat. Und dementsprechend kann man sich das so vorstellen, wenn Sie eine gesunde Niere haben, haben Sie ganz viele Kraftwerke, die normal funktionieren. Und wenn Sie sozusagen so hyperfiltrieren, der erste Teil, den ich Ihnen gezeigt habe, dann haben Sie auch viele Kraftwerke, die funktionieren, aber die ziemlich Überlast fahren. Ja? Und wenn dann die Nierenfunktion ein Tick schlechter wird, also ein Teil der Niere ist abgestorben, dann müssen die verbliebenen Kraftwerke noch mehr machen, also die fahren noch mehr Überlast. Und wenn die Niere richtig schlecht ist, dann ist das letzte Kraftwerk kurz vor der Explosion, weil es so viel arbeiten muss. Und das wollen wir im Endeffekt verhindern, dass es da hinkommt. Ja, also da soll man gar nicht sein, sondern wir wollen versuchen, dass die Nierenfunktion sich zumindest in diesem Bereich hält, weil damit können sie in Anführungszeichen dann uralt werden. Und wie können wir das eventuell machen? Und da hat man jetzt anhand der vorliegenden Studien berechnet, dass, wenn Sie dieses Medikament nehmen, diesen SGLT2-Blocker, dass Sie dann Ihren Verlust Ihrer Nierenfunktion über die Jahre deutlich reduzieren. Das wäre ohne Therapie. Ja, dann können Sie sehen, Sie sind innerhalb von 10 Jahren, verlieren Sie sozusagen Ihre Nierenfunktion und sind im Bereich, wo Sie dialysepflichtig sind. Man muss sagen, die Patienten, die in Anführungszeichen in diese Studien eingeschlossen wurden, sind im Schnitt 63 Jahre alt. Können Sie sich überlegen, nach 10 Jahren sind Sie 73 und werden dialysepflichtig. Wenn man dieses neue Medikament jetzt einsetzt, was eigentlich für den Diabetes schon zugelassen ist,
dann wird die Abnahme geringer und Sie verlängern das Ganze hier um 15 Jahre. Das würde bedeuten, Sie werden wahrscheinlich in Ihrem Leben nicht mehr dialysepflichtig. Das ist jetzt sicherlich eine sehr positive Darstellung, aber das ist die Hoffnung, die wir haben, dass wir jetzt ein neues Medikament gefunden haben, was genau das erreicht. Und primär ist es so, es ist im Moment für die Niere noch nicht so endgültig gezeigt. Da laufen die großen Studien. Und primär, wenn Sie an so einer Studie teilnehmen möchten, können Sie das auch hier in Mainz. Auch wir nehmen an dieser großen Studie teil. Das würde bedeuten, Sie müssen wissen, ob Sie eine eingeschränkte Nierenfunktion haben oder alternativ können Sie auch eine Eiweißausscheidung im Urin haben und eine normale Nierenfunktion und könnten in diese Studie eingeschlossen werden und das Medikament schon erhalten. Somit wäre das Ziel, dass wir aufgrund von solchen neuen Therapeutikern erreichen, dass wir nicht, wie leider hier prognostiziert, ganz aktuell, die chronischen Nierenerkrankungen haben im Moment ungefähr Platz 16 in den führenden Todesursachen, in der Todesursachenstatistik. Und es ist prognostiziert bis 2040, dass wir es leider auf Platz 5 schaffen. Und wir hoffen, dass wir mit diesen neuen Medikamenten dies eben nicht erreichen, sondern verhindern und lieber vielleicht auf Platz 30 rutschen und nicht auf Platz 5. Und damit möchte ich im Endeffekt mit einer Niere enden. Dies ist eine histologische Niere, ein Glomerulum, also diese Filtereinheit der Niere. Und mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Und wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie an der Studie teilnehmen möchten, dann dürfen Sie sich gerne bei uns melden oder mir eine E-Mail schreiben. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Professorin Weinmann-Menke, für die sehr spannende Ausführung. Irgendwann schaffe ich es. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Professor Rösner, für den tollen Einblick in die Thoraxchirurgie und vor allen Dingen auch in Ihre Arbeit. Und ja, herzlich willkommen in Mainz und wir sind sehr froh, Sie hier zu haben und auch jetzt so eine Therapie hier anbieten zu können. Vielen Dank dafür. Und last but not least, Sie erinnern sich vielleicht noch ans letzte Jahr. Da war Herr Professor Kalisch nämlich auch in den Highlights, da noch zur Resilienz. Aber er beschäftigt sich auch mit dem Thema Furcht und wie man die Furcht vielleicht doch mit Neuronen, mit Transmittern erklären kann. Darüber spricht er heute. Ja. Danke sehr. Tolle Sachen, oder? Bisher, kann man sagen. Und wenn Sie mal überlegen, eine grotesk unterfinanzierte Universitätsmedizin, ja, bringt sowas hervor, ist dann auch in der Lage, noch solche tollen Kollegen hier an den Standort zu holen, ja. Jetzt gerade aus Mannheim eben, Herr Rösner, Herr Sparwasser, Sie sind auch, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit aus Hannover gekommen, ne? Also sowas gelingt uns dann manchmal doch noch. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass hier viele Leute unheimlich hart arbeiten, bis an den Rand wirklich der Selbstverleugnung, was deswegen auch oft nötig ist, weil doch durch so eine strukturelle Unterfinanzierung, unter der wir leiden, einfach diese Basis, die man braucht in der alltäglichen Arbeit, ja, diese ständige Unterstützung einfach viel, viel knapper ist als doch an anderen Standorten. Aber es geht dennoch trotzdem voran und so ein Highlight-Abend vor Weihnachten ist dann immer auch eine Gelegenheit, mal solche Erfolge zu zeigen. Wir haben jetzt tolle Sachen gehört aus der Forschung und aus der Anwendung. Und auch manchmal strukturell geht's voran. Das hier ist der Neubau des Neuroimaging Centers. Ich sage dazu, er hätte eigentlich schon vor einem Jahr eröffnet werden sollen. Jetzt heißt es 7. Januar. Naja, hoffen wir mal. Was Sie aber hier sehen, das hat uns sehr gefreut im Sommer, da wird hier ein mehrere Tonnen schwerer Magnetresonanztomograph, Kernspintomograph, ja so eine Röhre, wo man reingeschoben wird und dann werden Bilder vom Körper gemacht, wird hier mit diesem Kran von Riga Mainz reingefahren, wird dann hier in den Innenhof abgelassen durch so eine Öffnung, geht es nach unten und dann wieder, wie zur Zeit der Pyramiden, muss dieses Ding hier irgendwie bewegt werden an seinen Ort. Ne? Und was auch sehr spektakulär war, dann kurze Zeit später, aus dem Gebäude hier 605, dem Hauptgebäude eigentlich zumindest für die
konservativen Fächer. Da hat man einen bestehenden Magnetresonanztomographen, die Nummer 2, die dann in dieses Gebäude gekommen ist, hat man aus der Radiologie rausgeholt, hat ein Loch in den Boden geschnitten, das da raus, wieder auf den Kran, dann hier auf den LKW gesetzt. Ja, der Herr hat noch geguckt, dass auch noch wirklich alles da ist, der Herr von der Firma. Und war nicht alles da. Man hat, wie Sie hier sehen, die Ummantelung abgenommen für diesen Transport. Hier steht das Ding jetzt schon wieder an Ort und Stelle, am Ziel. Und dann muss man das alles wieder zusammenbauen. Also das hat uns diesen Sommer in Atem gehalten. Und wir können es kaum abwarten, wirklich, dass wir im Januar dann endlich dieses Gebäude beziehen können. Hier muss man sagen, mit großer Unterstützung des Landes und des Bundes, also hin und wieder kriegen wir das Land dann doch noch dazu, uns zu helfen. Und was auch mit Unterstützung des Landes und des Bundes uns gelungen ist am Anfang, ich gehe noch mal zurück, ich habe hier zwei, wie wir sagen, Affiliationen drin. Einmal eben dieses Neuroimaging Center, ja, das ist dann in diesem Neubau demnächst an der Unimedizin. Dann aber auch das hier, Deutsches Resilienzzentrum. Und ab 1.1. heißt dieses Zentrum dann Leibniz-Institut für Resilienzforschung. Und das ist für uns was ganz Tolles und Besonderes. Dieses Zentrum hier wurde vor allem von Kollegen der Universitätsmedizin, aber auch der Universität, vor einigen Jahren hier in der Universitätsmedizin gegründet als ein Forschungsinstitut. Und wir haben dann die Leibniz-Gemeinschaft bzw. den Bund überzeugt, dass dieses Thema so wichtig ist und diese Forschung, die wir machen, so toll, dass sie gesagt haben, wir geben euch dafür extra Geld und ihr könnt ein sogenanntes extra universitäres Zentrum gründen, also ein Forschungszentrum außerhalb der Uni. Was dann speziell den Auftrag hat, hieran zu forschen, was ist das, Resilienz, warum ist das so interessant und wichtig? Ich rede heute nicht drüber, aber wir alle sind in unserem Leben ja manchmal Widrigkeiten ausgesetzt, schlimme Dinge passieren, vielleicht ist es auch eine körperliche Erkrankung, Krebs oder was anderes, was wir heute gehört haben. Und viele Menschen machen das auch psychisch krank. Daraus können Angststörungen, Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen oder sowas entstehen. Und üblicherweise, was man machen kann, man kann versuchen, die Stressoren zu reduzieren. Ja, man kann zum Beispiel versuchen, Politik zu machen, um das Leben sicherer zu machen. Man kann auch versuchen, wenn so eine Erkrankung dann mal, so eine Stresserkrankung entstanden ist, die besser zu behandeln. Viel Forschung, viel Geld wurde in den letzten Jahrzehnten darin investiert. Aber interessanterweise gibt es eben auch Leute, die trotz starker Belastung irgendwie psychisch gesund bleiben, die sich davon nicht unhauen lassen. Und was die Resilienzforschung macht, ist herauszufinden, was diese Leute sozusagen in ihrem psychischen Immunsystem haben. Ja, also jetzt nicht das Körperliche, sondern das Psychische, obwohl die auch offenbar eng miteinander zusammenhängen. Und wenn wir das rausfinden, diese Resilienzmechanismen, können wir dieses Wissen vielleicht dazu nutzen, Vorbeugung zu betreiben. Also Menschen, die das vielleicht nicht so gut haben, dieses psychische Immunsystem, darin zu stärken, dass sie gar nicht erst krank werden. Jedenfalls, das ist sicherlich auch ein Erfolg jetzt dieses zurückliegenden Jahres, auf den man dann trotz aller schwierigen Bedingungen stolz sein kann. Es geht also weiter, wir arbeiten weiter daran, in Mainz hier Krankheiten besser zu verstehen, Krankheitsforschung zu verbessern, neue Methoden zu entwickeln, aber eben auch Gesundheitsforschung zu machen. Und jetzt, das hätte ich gar nicht zeigen sollen, ich wollte erst mal sagen, haben wir hier Spinnenphobiker? Irgendeiner hier Spinnenphobiker? Keiner streckt oder kein? Doch, einer dann? Frau Dohle, machen Sie jetzt die Augen zu und machen Sie bitte erst wieder auf, wenn ich Ihnen sage, also Sie kennen das vielleicht, das ist hier die typische Therapiespinne, finden Sie in jedem psychologischen Institut und jeder psychotherapeutischen Behandlungspraxis oder Behandlungsstelle in Deutschland. Sie wissen, was der Spinnenphobiker für ein Problem hat. Der Spinnenphobiker im schlimmsten Fall, ich hoffe, soweit ist es bei Ihnen nicht, Frau Dohle, wenn ich jetzt hier stehe und ich sehe irgendwie da oben, kommt vielleicht eine Spinne ab von dem Rohr oder ist irgendwo da im Eck, dann kriege ich schon Panik, ich rase vielleicht durch die Tür raus, auf jeden Fall würde ich mich nie weiter trauen. Ich gehe vielleicht davon aus, dass ich jetzt einen Herzinfarkt kriege, Unfall, sowas in der Art. Also mir geht es jedenfalls nicht gut und in der klassischen Verhaltenstherapie, die auch heute immer noch praktiziert wird, einer der Grundpfeiler der Psychotherapie, versucht man jetzt Menschen wie Frau Dohle zum Beispiel langsam aber sicher mit solchen Spinnen zu konfrontieren. Man fängt vielleicht erstmal an mit Bildern von Spinnen, noch ganz sicher auf einem Projektor oder irgend sowas in der Art. Dann werden die Bilder größer, graus, schrecklicher irgendwie. Und irgendwann ist man sogar so weit, dass Frau Dohle dann das hier machen kann. Ja?
Also wenn Sie hier in die psychologische Ambulanz gehen, kann ich Ihnen versprechen, dass Sie das erreichen werden, wenn Sie es wollen. Viele Leute sagen, mein Gott, warum soll ich mir den Stress antun? Eine Spinnenphobie ist ja auch nicht, ehrlich gesagt, in unseren Breiten nicht so wirklich das Schlimmste, was man haben kann. Dieses Verfahren der Konfrontation mit dem, was man fürchtet, ja, damit man sich quasi daran gewöhnt, setzt man natürlich auch bei anderen Phobien ein. Ja, Flugphobie, Höhenphobie, all sowas, sind aber im Prinzip relativ einfache Erkrankungen, beschränken sich nur auf die spezielle Phobie und die meisten Menschen können irgendwie auch damit leben. Ja. Viel spannender und wichtiger ist dieses Verfahren dann zum Beispiel bei einer Erkrankung wie der posttraumatischen Belastungsstörung, Vietnamkriegssyndrom, sowas in der Art. Menschen, die beispielsweise einen schweren Unfall überleben. Was man bei denen dann häufig sieht, oder zumindest bei einigen davon, bei denen, die nicht resilient sind, dass die dann auf Reize, Stimuli, Dinge, die während einer Traumatisierung vorhanden waren, ganz starke Angst- und Panikreaktionen entwickeln. Ja, beim Verkehrsopfer sind es vielleicht Geräusche, die er in so einer Situation gehört hat. Ja, so knallende Reifen, Bremsgeräusche, klirrendes Glas, vielleicht das Geräusch des Martinshorns oder optische Eindrücke, anders. Solche Eindrücke, wenn man sie dann später mit denen wieder konfrontiert ist, können Reaktionen auslösen, die wirklich in die massive Panik hineingehen. Und diese Menschen sind dann auch noch von vielen anderen Begleiterscheinungen betroffen. Sie sind eine schwere, ernsthafte und wirklich extrem beeinträchtigende Erkrankung. Und auch da nutzt man dieses Verfahren der Konfrontationstherapie. Was ist eigentlich überhaupt die Idee dabei? Warum macht man das? Natürlich nicht, um die Menschen damit zu quälen, sondern die Idee ist, gehen wir wieder zum Spinnenphobiker, das ist ein bisschen einfacher zu erklären. Ich gehe eigentlich mit der Erwartung in eine Situation, da ist vielleicht irgendwo eine Spinne, wie ich schon sagte, ja, ich komme damit nicht zurecht, das ertrage ich nicht. Ich fall gleich um, ich bin ohnmächtig, ich kriege einen Herzinfarkt, ich breche aus, ich muss schreien und das vielleicht vor den Menschen hier, wie peinlich, unangenehm. Also all diese Angsterwartungen, ja, diese ganzen Ängste, die kommen dann auf. Und dann bin ich in einer Situation, wo ich mich tatsächlich mal der Spinne gegenüber sehe und nicht wegrenne oder sie nicht vermeide, was ich sonst nämlich eigentlich tue. Wenn ich Angst habe davor, ja, dann vermeide ich das. Ich vermeide mal nicht und, ach, ich bin ja gar nicht tot. Ja, oder ich bin ja gar nicht ohnmächtig geworden. Ich habe gar nicht geschrien. Also man macht diese Erfahrung in kleinen Schritten. Es ist ja gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Meine Furcht war eigentlich übertrieben. Das ist so ein Aha-Erlebnis. So schlimm ist es ja gar nicht. Und beim nächsten Mal kann ich mich vielleicht sogar noch mehr trauen und wieder dieses Aha-Erlebnis machen oder erfahren. Das ist die ganze Idee. Das ist ein Lernereignis. Ja, ich lerne, es ist gar nicht so schlimm, ich brauche gar nicht so viel Angst zu haben. Und dieses Erlebnis kann man natürlich nur machen, wenn man sich der Situation aussetzt, also in der Konfrontation. Ja, gehen wir wieder mehr so auf das Beispiel der posttraumatischen Belastungsstörung. Wir wollen natürlich irgendwie verstehen jetzt bei uns in der Forschung, wie funktioniert es tatsächlich im Gehirn, dieses Aha-Erlebnis zu haben und die Angst zu entlernen. Ja, das interessiert uns. Das ist ein wichtiger Therapiemechanismus. Den wollen wir besser verstehen, um mit dem Wissen solche Therapien noch effektiver und besser zu machen. Jetzt kann ich, nicht wirklich ein Proband, das ist ein Mitarbeiter von mir. Den haben wir mal in diese Apparatur hier reingesetzt. Der ist auch immer noch bei mir. Das Foto ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Also, es geht, was wir da machen. Wir können natürlich die Leute nicht wirklich traumatisieren bei uns erstmal, aber was wir machen können, wir können ihnen hier durch diese Elektrode, die wir dann hier auf den Handrücken kleben, ihnen schon so fiese kleine elektrische Reize, schmerzhafte Reize verabreichen. Ja. Auf der anderen Hand hier haben wir dann so Elektroden, über die wir die sogenannte Hautleitfähigkeit ableiten. Das ist im Prinzip, die elektrische Leitfähigkeit zwischen Elektroden erhöht sich, wenn die Leute anfangen vor Angst zu schwitzen. Ja, so, und jetzt mal schauen, auf der nächsten Folie, ja, da geht's schon los, er sieht dieses Quadrat auf dem Bildschirm und was Sie jetzt nicht sehen, was ich Ihnen sage, jetzt kommt so ein Schmerzreiz, das Quadrat ist, da kommt, der Schmerzreiz kommt und das ist die Hautleitfähigkeitsantwort, die geht in die Höhe, das ist dieses Schwitzen, ja. So, dann ist ein anderes schwer zu sehen, ein anderer Stimulus, da passiert nichts, da kommt kein, jetzt am Ende von diesem Ding hier wird wieder dieser Schock kommen und was passiert?
jetzt ungefähr kommt er und dann sehen Sie wieder diese Reaktion. Das ist einfach nur erstmal die Reaktion auf den Schock. Ist eigentlich nur keine Angst, sondern ist einfach nur ein Ausdruck dieser Schmerzreaktion. Wieder ein anderer Reiz, der ist nicht gefährlich. So, jetzt gehe ich gleich rüber hier drauf, denn jetzt hat der schon was kapiert, der Proband. Der hat kapiert, immer wenn ich dieses Ding sehe, ja, dann kommt ein Schock. Und jetzt hat er diese Hautleitfähigkeitsantwort schon entwickelt, bevor der Schmerzreiz überhaupt gekommen ist. Das heißt, er hat irgendwie gelernt, dieses rote Quadrat auf dem Bildschirm, das ist Gefahr. Und Sie alle, ich glaube, jeder hat, was ist das für ein Prinzip oder was für ein, wie nennt man dieses Experiment? Konditionierung, ne? Pavlovsche Konditionierung. Man kennt es mit dem Hund und der Schelle und so weiter. Und hier ist es eine Pavlovsche Furchtkonditionierung. Wir reden von diesem Reiz hier, also im sogenannten konditionierten Reiz, konditionierten Stimulus. Und das ist der unangenehme Reiz, der unkonditionierte Stimulus, der von dem hier signalisiert wird. Und der lernt jetzt hier, diesen Reiz als Gefahr zu bewerten. Das ist ähnlich wie bei dem Autounfall, von dem ich gesprochen habe. Ja? Da ist was sehr Unangenehmes passiert. Ich hatte vielleicht Schmerzen, ich habe Angst gehabt und all dieses. Und das ist assoziiert worden mit irgendwelchen Reizen, dem Quietschen der Bremsen und so weiter und so fort. Das Opfer hat sozusagen gelernt, hier droht mir, wenn ich sowas höre, Gefahr. Und dann höre ich das vielleicht im alltäglichen Leben wieder und reagiere mit einer konditionierten Angstreaktion. So ist unser Labormodell natürlich viel harmloser. Und jetzt kommt das eigentlich Spannende. Jetzt kommen wir wieder zu dem Aha-Erlebnis, was wir nämlich jetzt machen. Was ich hier auch bei meinem Kollegen gemacht habe. Ich habe ihm immer wieder dieses rote Quadrat gezeigt in der nächsten Phase des Experiments. Aber es kam nicht mehr der Schmerzreiz danach. Ja, er hat den erwartet und dann kam dieses Aha-Erlebnis, ach, da ist ja gar nichts mehr, da passiert ja gar nichts mehr. Und irgendwann hat er hoffentlich, ja, hat er verstanden, ich brauche eigentlich gar keine Angst mehr zu haben vor diesem roten Kreis. Das ist ganz einfach, extrem reduziertes, so versuchen wir quasi im Labor genau das darzustellen, auf ganz vereinfachte Art, kontrollierbare Art, was letztendlich in einer Konfrontationstherapie abläuft. Und, ach, jetzt habe ich, diese Folie habe ich, glaube ich, vergessen. Oder habe ich sie irgendwo? Naja, dann muss ich Ihnen so ungefähr zeigen, was passiert. Das wäre ein Konditionierungsreiz, das wäre die Hautleitfähigkeitsreaktion. Stimmt nicht, das ist eine andere Grafik, ist uns aber jetzt egal. Und von Reiz zu Reiz, der mit dem Schmerzreiz assoziiert ist, nimmt diese Furchtreaktion, das Schwitzen in der Haut nimmt zu, ja? Und dann kommt die Extinktion. Und gucken Sie einfach hier mal zum Beispiel auf die Gruppe hier mit den Schwarzen. Von Reiz zu Reiz, der gezeigt wird, ohne dass danach der Schmerzreiz kommt, also immer nur rotes Quadrat, dann geht diese Furchtreaktion wieder runter. Ja? Das kann man sehr schön im Labor zeigen, kann man sehr schön machen. Und ja, jetzt springe ich wieder zurück. Und jetzt gucken wir uns den Zeitpunkt an. Jetzt schieben wir unsere Probanden. Das setzen wir jetzt nicht vor den Bildschirm, sondern wir schieben sie in einen dieser Scanner, von denen ich Ihnen berichtet habe. Da liegen die drin, können über eine Brille auch wieder einen Bildschirm sehen, haben auch die ganzen Elektroden an sich. Und dann gucken wir uns mit einer Methode der funktionellen Kernspintomographie, gucken wir uns Hirnaktivierung an, während Sie in diesem Experiment sind. Und hier gucken wir uns genau den Zeitpunkt an, wo Sie dieses Aha-Erlebnis machen. Ach, der Schmerzreiz kommt ja gar nicht. Und dann sehen wir Aktivierung in einer Hirnregion, verschiedene Ebenen, selbe Hirnregion, die ganz in der Mitte des Gehirns liegt, die wir das Striatum nennen. Das ist eine ganz spannende Hirnregion, die empfängt nämlich Axone, Nervenzellfortsätze von einer anderen Hirnregion. Hier, das wäre jetzt so ein Schnitt, ich stehe vor Ihnen, Schnitt durch die Mitte des Gehirns. Das ist es, was Sie sehen, das ist vorne, das ist hinten, das ist der Hirnstamm. Und hier gibt es eine Gruppe von Nervenzellen, dopaminerge Zellen, die produzieren einen Botenstoff, einen chemischen Botenstoff, einen sogenannten Neurotransmitter. Dieser Neurotransmitter wird hier produziert, wird dann durch diese Fortsätze weitergeleitet, wird dann an den Endigungen dieser Fortsätze, dieser Axone erstmal gespeichert. Jetzt sind wir schon in der Region hier. Das ist so ein Schnitt hier durchs Striatum, das ist das, was Sie sehen. Hier enden also diese Zellen, da ist dann am Ende ganz viel von dem Dopamin drin. Und wenn diese Zellen dann aktiv sind, wenn die feuern, wenn die irgendwas tun, dann schütten die dieses Dopamin aus. Ja, also diese Region hier empfängt immer dann, wenn diese Zellen aktiv sind, diese Dopaminausschüttung.
Und dass wir da jetzt so viel Aktivierung in dieser Hirnregion sehen, ist noch kein Beweis, dass diese Zellen da auch Dopamin ausschütten. Aber es ist schon mal ein erster Hinweis, das haben wir angenommen und erwartet, dass wir genau zu diesen Zeitpunkten Aktivierung in dieser Empfangsregion dieser Projektion sehen, weil wir nämlich davon ausgegangen sind, dass zu diesem Zeitpunkt genau dieses Dopamin aus den Zellen freigesetzt wird. Warum haben wir das überhaupt erwartet? Was Sie hier eigentlich sehen, ist ein Schema des menschlichen Belohnungssystems. Diese Zellen sind nämlich eigentlich immer dann aktiv, wenn wir unerwarteterweise eine Belohnung kommen. Also wenn ich jetzt dem Herrn Bär-Meitinger einen, was wäre eine Belohnung für Sie? Was wäre toll? Eine Wurst, ein Bier. Wenn ich ihm das jetzt in die Hand drücken würde, völlig unerwartet, er sitzt da, er hofft eigentlich schon auf die, wann ist es endlich vorbei, wann hört er endlich auf? Und wenn ich ihm jetzt ein Bier in die Hand drücken würde, dann würden ihre Zellen feuern wie wild, unerwartete Belohnung. Ihre Hirnregion hier würde ihr Striatum würde aufleuchten und sie würden sich wahnsinnig freuen. Und wir haben gesagt, im Prinzip ist es ja genau das, was in der Konfrontationstherapie passiert, wenn etwas Schlimmes nicht eintritt. Es ist ja fast dasselbe, wie etwas Schönes unerwarteterweise eintritt. Ja, was Schlimmes, was ich erwarte, tritt unerwarteterweise nicht ein. Oh, es ist ja toll, ich brauche ja gar keine Angst zu haben. Ja, dieses Erlebnis, haben wir gesagt, beruht eigentlich auf der Aktivität dieses Systems. Auch die Tiere, hier zum Beispiel eine Maus, hat diese Zellen, hat diese Zielregion, hat genau diesen Mechanismus. Wir können jetzt nicht so richtig ins menschliche Hirn reingucken, um dann das Dopamin und die Aktivierung dieser Zellen anzugucken. Haben wir uns an eine Kollegin, Sevil Duvaci, in Frankfurt gewendet. Wir machen ganz viel mit den Frankfurtern zusammen, in verschiedenen Initiativen, ganz enge Kooperationspartner. Die kann jetzt tatsächlich die Aktivierung dieser Zellen messen, elektrophysiologisch. Kann da Elektroden reinstecken. Und das machen die Zellen, wenn dieses rote Quadrat gerade am Ende ist. Die Ratte ist vorher konditioniert, die Maus ist konditioniert. Sie erwartet jetzt einen schmerzhaften Reiz, der kommt aber nicht. Und genau dann fangen diese Zellen wie wild an zu feuern. Ja, genau diese Belohnungszellen, die das Dopamin in der Region hier vorne dann freisetzen. So, und das ist jetzt die Abbildung gar nicht vom Menschen, sondern vom Tier. In der Ratte oder Maus misst man eine andere Reaktion, nicht die Hautleitfähigkeit, sondern die Schockstarre. Die gehen, wenn sie in Angst sind, gehen sie in so eine Art Starre. Ja, das ist sowas wie bei, können Sie sich vorstellen, die denkt vielleicht jetzt, kommt die Schlange oder sowas, ne? Dann möglichst nicht aufmerksam, ganz ruhig, das ist diese Reaktion. Manchmal auch bei Menschen als Furchtreaktion zu beobachten, Konditionierung, Extinktion. So, was hat sie jetzt hier gemacht? Sie kann nämlich noch ein paar andere Sachen machen. Sie kann diese Zellen auch ganz gezielt hemmen. Und zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt. Immer nur dann, wenn das rote Quadrat gerade aufhört und wenn die Maus eigentlich erwartet, jetzt einen Schmerzreiz zu bekommen. Genau zu dem Zeitpunkt, zu keinem anderen Zeitpunkt, kann sie diese Zellen ganz gezielt schachmatt setzen. Die funktionieren danach sofort wieder in der nächsten Sekunde. Nur in dieser Sekunde werden die Zellen ausgeschaltet. Das hat sie hier in dieser gelben Gruppe getan. Sie sehen gar keine Extinktion mehr. Das ist ein Beweis, dass diese Zellen notwendig sind. Genau diese Zellen notwendig sind, damit dieses Ding, wir nennen das Extinktion, diese Auslöschung des Furchtverhaltens stattfinden kann. Und ein anderes Experiment, da hat sie die Zellen genau zu diesem Zeitpunkt nochmal extra aktiviert. Und Sie sehen, dass hier die Furcht viel, viel, viel schneller abnimmt. Dass man also damit sozusagen diesen Prozess auch nochmal beschleunigen kann. Also wirklich extrem starker Hinweis, dass diese Zellen ursächlich wichtig sind und genau dieser Prozess eigentlich eine unerwartete Belohnung, ja, ich kriege das Schlimme, was ich erwarte, unerwarteterweise nicht, dass das wichtig ist für dieses Ding. So, und dann haben wir hier ein Experiment mit anderen Kollegen oder andere Kollegen in Innsbruck haben das durchgeführt, nicht wir, sondern sie haben das von sich aus gemacht. Jetzt haben sie hier noch ein Medikament gegeben. Levodopa, L-Dopa, Madopar. Der ein oder andere kennt es aus der Parkinson-Therapie. Geht ins Gehirn, ist ein Vorläufer von Dopamin, lagert sich in den Zellen ein. Und dadurch kommt es zu einer erhöhten Dopaminproduktion in den Zellen. Die sind also gerade in ihren Endigungen da vorne im Striatum, ist dann viel mehr Dopamin da drin. Und wenn dann eine Aktivierung der Zelle kommt, kann viel mehr Dopamin ausgestoßen werden. Man verstärkt also pharmakologisch dieses System und Sie sehen, dass auch in dem Fall die Tiere viel schneller diese Extinktion machen. Ja, es fördert also dieses Lernverhalten. So, und jetzt bei Herrn Sparwasser sind es 20 Jahre,
Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt brauchen, um daraus wirklich ein Verfahren zu machen, dass wir sagen können, wir können jetzt vielleicht pharmakologisch Menschen, die in so einer Konfrontationstherapie helfen, wir können denen zusätzlich zu der Therapie eventuell sowas geben und dadurch, denn das ist ein sicheres und auch schon zugelassenes Medikament, und dadurch dann eventuell Therapieerfolg verbessern, Therapie deutlich beschleunigen, indem wir pharmakologisch das Lernen fördern. Ein anderer Punkt ist natürlich der, es ist schön, wenn Sie dieses Aha-Erlebnis machen, aber wenn Sie eine Woche später in die Therapie kommen, ist es auch schön, wenn Sie sich daran wieder erinnern. Es wäre ziemlich blöd, wenn Sie dieses Aha-Erlebnis ständig immer wieder erneut machen müssen. Ja, also wir sprechen davon, wir sprechen vom Gedächtnis. Wir wollen natürlich ein gutes Gedächtnis für diesen Erfolg haben. Das ist auch dann wichtig, wenn Sie dann später ins Leben wieder rausgehen, mit Spinnen konfrontiert werden und sich hoffentlich daran erinnern, was Sie in der Therapie gelernt haben. So, und wir können jetzt Hirnaktivierung messen, wieder genau zu diesen Zeitpunkten. Jetzt sind wir hier in einer anderen Region, sollen uns nicht stören. Genau zu diesen Zeitpunkten, wenn der Schmerzreiz unerwarteterweise nicht kommt. Und danach, nach dem Ende der Extinktion, hier machen wir eine Pause, messen wir weiterhin die Hirnaktivität und können gucken, können die Aktivierung, die hier im Lernen stattfindet, ja, die Leute liegen einfach im Scanner, die machen nichts, es ist Ruhe, die liegen einfach nur so rum, kriegen keine Aufgabe, gar nichts, finden wir, dass diese Aktivität ab und zu einfach so, wie wir sie vorher gemessen haben, wieder auftritt, ganz spontan. So ein bestimmtes Aktivierungsmuster kommt, sie liegen da, Sie merken davon auch nichts, sie sind sich dessen nicht bewusst. Das kommt einfach wieder in dieser Hirnregion, die übrigens auch ganz viel von diesen Projektionen, Dopaminprojektionen erhält. Und je mehr von diesen spontanen Reaktivierungen ein Proband bei uns erfährt, desto besser kann er sich am nächsten Tag daran erinnern, was er gelernt hat, interessanterweise. Desto geringer ist am nächsten Tag hier, wenn wir ihn wieder testen, wenn wir ihm wieder rote Quadrate geben, seine Furchtreaktion. Andere, die weniger von diesen Reaktivierungen haben, zeigen hier eine sehr hohe Furchtreaktion. So als ob diese Spontanreaktivierung irgendwas damit zu tun hätten, wie gut ich mich erinnere am nächsten Tag. So, und was Sie hier vielleicht schon sehen, wir haben dann in dem Experiment auch nach dem Lernen, also nachdem das vorbei war, vor dieser Ruhephase, wir nennen das die Konsolidierungsphase, weil sich da ein Gedächtnis, das man neu gelernt hat, konsolidiert, haben wir wieder diese Substanz gegeben, L-Dopa, Madopa, diesen Vorläufer von Dopamin, der das Dopaminsystem verstärkt. Und ich habe Ihnen schon gesagt, auch hier enden solche dopaminergen Neurone. Und was wir jetzt hier sehen, zwei Gruppen, das ist die L-Dopa-Gruppe. Gucken Sie sich mal an. Das ist die Antwort auf die roten Quadrate, die Furchtreaktion. Das ist die Antwort auf diese anderen Quadrate, ne? Diese weißen, die nicht gefährlich sind. Ja, das ist jetzt im Test, da wird kein Schock mehr gegeben. Da werden nur diese beiden Symbole gezeigt. Gar nicht mehr so viel Unterschied zwischen Rot und Weiß. Und gucken Sie sich die Gruppe an, die nicht behandelt, die ein Placebo bekommen hat. Ein massiver, massive Furchtreaktion, das hier im Vergleich zu dem hier extrem deutlich reduziert, obwohl während der Extinktion beide gleich waren auch noch nicht behandelt. Das heißt, wir haben damit, dass wir anschließend dieses Levodopa gegeben haben, offenbar das Gedächtnis für diesen Lerneffekt aus der Extinktion verstärkt. Das hat auch dazu geführt, übrigens, diese Levodopa-Gabe, dass es mehr von diesen spontanen Reaktivierungen gab. Und das ist jetzt ein etwas unschöner, komplizierter Graph, aber der Effekt von L-Dopa auf das Gedächtnis, dieser positive Gedächtniseffekt, der erklärt sich daraus, dass L-Dopa die Reaktivierung erhöht hat. Also, ne, L-Dopa macht mehr von diesen spontanen Reaktivierungen und deswegen können Sie sich am nächsten Tag besser daran erinnern. Und auch das ist jetzt natürlich mal wieder eine Idee. Wir sind dann, Kollegen von uns, wieder Nikolaus Singewald in Innsbruck, ist dann auch wieder ins Tier gegangen, hat nach der Extinktion Levodopa gegeben und die Tiere, schwarz in dem Fall, weiß wieder, die Levodopa bekommen haben, haben eine viel geringere Furchtreaktion am nächsten Tag. Also können sich viel besser daran erinnern, dass dieses Symbol jetzt ja nicht mehr gefährlich ist, ja? Dass sie keine Angst mehr zu haben brauchen. Oder in dem Fall war es ein Tonsignal, glaube ich. Also könnte man sich jetzt vorstellen, dass man vielleicht mit dieser Substanz auch nach einer erfolgreichen Konfrontationssitzung, ja, Sie haben wirklich deutlich Ihre Angst reduziert, Sie haben wirklich was gelernt, dann gibt man vielleicht noch diese Substanz dazu. Und was man dadurch erreicht, ist dann hoffentlich, dass der Effekt viel länger anhält und dass Sie vielleicht auch viel weniger von diesen Therapiesitzungen brauchen, ne, weil Sie ja einfach auch ein sehr, sehr gutes, starkes Gedächtnis entwickeln.
Also wir müssen jetzt noch viele Sachen testen. Alles bisher extrem geschlechtsdiskriminierend. All diese Studien nur in Männern durchgeführt. Das hat einen gewissen praktischen Grund. Ja, wir müssen bei Frauen dann zum Beispiel immer noch gucken, wie ist der Zykluszustand. Aber jetzt ist eine wichtige Frage, funktioniert das beispielsweise auch theoretisch im Labor, in Frauen? Und viele Dinge müssen wir noch abklären, bevor wir dann wirklich in klinische Tests damit reingehen würden. Aber Sie sind jetzt sozusagen auch mal wieder Zeuge von einer Entwicklung wahrscheinlich. Ne? Vielleicht kommt dabei am Ende in den klinischen Tests tatsächlich raus, dass wir dadurch die Psychotherapie deutlich effektiver machen, dass wir deutlich weniger Psychotherapiestunden brauchen. Das Ganze steht natürlich wieder im Zusammenhang dessen, dass wir viel zu wenig Therapeuten haben, dass man viel zu lange Wartelisten und so weiter und so fort hat. Also wer weiß, ob sich daraus was ergibt. Vielleicht in 10 Jahren oder so kann ich davon dann nochmal berichten. Ja? Und damit hoffe ich, dass ich Ihnen wie die Kollegen vorher auch einen kleinen interessanten Einblick gegeben habe. Bleiben Sie der Unimedizin treu, bitte. Herzlichen Dank. Und bevor Sie alle wegrennen, noch ein Gruß von Herrn Professor Fahl. Nächste Woche ist ja wieder die traditionelle letzte Vorlesung des Jahres. Dieses Jahr wieder mit Rudi Henkel, unserem Urgestein, und weiteren Überraschungsgästen. Und da der Wochenmarkt, der uns von Herrn Professor Sparwasser empfohlen hat, würde ich jetzt sagen, belohnen wir uns erst mit einem Aha-Erlebnis bei der Wurst draußen, und morgen gehen wir alle auf den Markt und holen uns frische Produkte. Guten Abend. Nö, die Leute sind dann gestählt. Ja, also ähnlich lautende Tipps.